Liebe Anlegerinnen, liebe Anleger, reden wir heute über den Euro. Er ist einst gestartet mit großen Ambitionen. Man wollte auf einer Stufe stehen mit der Weltleitwährung US-Dollar. Lange Zeit ging es auch gut. In der Spitze waren wir bei 1,60. Allerdings, die letzten 5 Jahre waren nicht so gut. Im Augenblick krebs der Euro ungefähr auf 5-Jahrestief herum. Das scheint viele nicht zu stören in der Politik, Querstrich-Geldpolitik. Nein, sie sind sogar der Meinung, ein schwacher Euro ist gut. Gut für die Exportwirtschaft und damit auch für die Gesamtwirtschaft. Meine Damen und Herren, das ist eine Milchmädchenrechnung. Aber schauen wir zuerst mal auf die Gründe, warum Wechselkurse sich entwickeln. Da wird ja immer noch die Zinsparitätentheorie immer hochgehalten, nach dem Motto, das Geld geht dorthin, wo es die höchsten Renditen Zinsen gibt und auch dort die Wechselkurse anzuheben, meine Damen und Herren. Ja, in der Theorie ist was dran offensichtlich. Die höheren Zinsen, Renditen in den USA im Vergleich zu Deutschland zum Beispiel, sorgen dafür, dass der Dollar stark ist, der Euro dann schwach. Zinsparitätentheorie. Umgekehrt würde aber auch ein Schuh daraus, wenn die EZB ihren Auftrag ernst nehmen würde, die Inflation wirklich zu bekämpfen, und zwar konsequent, nicht nur kosmetisch, dann würde natürlich der Euro auch dramatisch aufwerten müssen, dann würde die Zinsparitätentheorie dann auch funktionieren. Nur, jetzt kommt der Hakefuß, der Hinkefuß heißt es, die EZB hat kein Interesse, die Inflation zu bekämpfen. Offensichtlich ist man der Meinung, lassen wir doch die Inflation schleifen, um damit den Euro zu schwächen, um damit wiederum die Exportwirtschaft zu stärken. Klingt zunächst mal interessant, diese Idee, aber jetzt schauen wir doch mal auf die Beweisführung, ob das denn wirklich stimmt. Wenn diese Theorie stimmt, meine Damen und Herren, dann hätten ja Länder wie Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts gegenüber der starken D-Mark, diese ihre permanenten Abwertungen dazu führen müssen, dass zu wahren Wachstumstempeln in der Exportwirtschaft geworden wäre. Umgekehrt, D-Mark, Deutschland mit seiner starken D-Mark hätte dann doch eigentlich zu einem Armenhaus des internationalen Außenhandels werden müssen. Nein, Pustekuchen, das Gegenteil war der Fall. Während sich die anderen ausgeruht haben, dass die Produktivitätsgewinne unsererseits in Deutschland durch Abwertung egalisiert wurden und nichts gemacht haben, hat sich Deutschland gemäß dem Leistungsprinzip daran orientiert, was müssen wir machen, um trotz einer starken D-Mark wettbewerbsfähig zu sein. Das haben wir geschafft mit Innovationskraft, mit Konkurrenzfähigkeit, sicherlich auch mit dem günstigen Einkauf von Rohstoffen, weil die D-Mark ja auch günstig gewesen ist. Nun, wie auch immer, als dann der Euro eingeführt worden ist, ging dieses Spielchen nicht mehr mit der Abwertung und es kam, wie es kommen musste. Viele Länder, gerade im südeuropäischen Raum, fielen dann reihenweise um. Strukturdefizite, Überschuldung, das Wirtschaftswachstum knickte ein, man konnte sich ja nicht mehr ausholen über Abwertung. Meine Damen und Herren, und da kam dann die Idee auf, dann muss jetzt die EZB helfen. Das heißt, die EZB wurde missbraucht, um diesen Ländern mit der üppigsten Geldpolitik aller Zeit zu retten. Nun, meine Damen und Herren, damit hat man natürlich eine Tür aufgemacht, die Tür zum Müßiggang. Die eine Droge, Abwertung, wurde ersetzt durch die andere Droge der Hilfsbereitschaft des Rettungsengels der EZB. Und leider, meine Damen und Herren, haben wir da von diesem süßen Gift auch genascht in Deutschland. Dem Motto, naja, wenn die anderen nicht mehr abwerten können, dann ist ihre Konkurrenzfähigkeit ja nicht mehr so gegeben, dann müssen wir uns nicht mehr anstrengen. Aber da liegt der Hase im Pfeffer. Wenn man aufhört, gut zu sein, ist das der Beginn, schlecht zu werden. Was nutzt es denn, wenn wir in Europa die Könige sind, wenn wir weltweit im Wettbewerbsvergleich, wo ja Gas gegeben wird, in China, in Amerika, immer mehr zum Bettelstudent werden. Auch das ist schwierig. Und weil es dann so schwierig geworden ist, wird der Ruf nach Staatswirtschaft immer lauter. Und wer soll die finanzieren? Die EZB. Das heißt, sie kann gar nicht eine konsequente Inflationsbekämpfungspolitik auch jetzt machen, weil sie meint, mit geringen Zinserhöhungen den Euro möglichst zu schwächen. Es wird was kommen. Ja, wir werden dieses Jahr Zinserhöhungen sehen, aber nicht so, dass sie wirklich adäquat Inflation bekämpfen. Das heißt, man hält den Euro schwach. Das geht lange Zeit gut, ist auch lange Zeit gut gegangen, in der Zeit, als die Inflation dramatisch niedrig war, wo es opportun erschien, dass die EZB so günstiges Geld verteilt hat. Aber jetzt haben wir natürlich ein Problem. Nach Corona und durch den Ukraine-Krieg kommt natürlich jetzt dramatisch Inflationsdruck auf, der dazu führt, dass die Unternehmen unter Margendruck leiden und die Konsumenten unter Kaufkraftverlusten. Beides führt zu einem massiven Wohlstandsverlust, schwachen Wirtschaftswachstumsraten. Und jetzt sagt man wieder, dann kann die EZB ja gar nicht so strikt werden, meine Damen und Herren.
Dass es anders geht, dass man Inflation bekämpfen kann und trotzdem wettbewerbsfähig ist, sagt die Schweiz. Eine relativ starke Währung, gegenüber Euro sicherlich auch, sorgt dafür, dass die Inflationsrate bei 3% liegt. Gleichzeitig ist aber in den Hitlisten der Wettbewerbsfähigkeit, also Leistungsprinzip, die Schweiz ganz weit vorne. Die machen es offensichtlich richtig oder so, wie wir es damals gemacht haben, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Insgesamt zusammengefasst, meine Damen und Herren, es ist eine Milchmädchenrechnung zu sagen, wir machen den Euro schwach, damit die Exportwirtschaft läuft. Die Exportwirtschaft muss auch gute Produkte haben in massenhafter Ausfertigung. Darum geht es. Sie müssen wettbewerbsfähig sein, konkurrenzfähig sein, was anzubieten haben. Und zu sagen, der Euro ist schwach, weil der Dollar stark ist, auch das ist eine Milchmädchenrechnung. Wir sind schwach, weil wir aus eigenem Unvermögen schwach sind. Das ist die Wahrheit. Anders gesagt, meine Mutter hätte gesagt, ohne Fleiß kein Preis, Müßiggang ist aller Laster Anfang. Thank you.